Liebe Freunde der Spiritualität, herzlich willkommen im Flow Summit. Ich bin Jana Haas, hellsichtige spirituelle Autorin und Seminarleiterin. Bei diesem Thema Flow, der Fluss im Leben, möchte ich gerne über das Thema Zersprenge deine Fesseln mit euch sprechen. Was ist denn der Fluss des Lebens? Viele Menschen kennen dieses Gefühl von gewisser Stagnation in ihrem Leben. Sicher kennt einer oder andere das Gefühl der Stagnation in seinen Beziehungen, in seinem Beruf, in seinen Talenten, in seiner Entwicklung. Und dieses Gefühl der Stagnation betrifft ja jede Generation, jedes Alter, doch je älter wir werden, umso aufmerksamer werden wir dieser Emotion gegenüber. Das heißt, was stagniert denn uns im Leben? Wie fühlen wir uns denn dabei? Wir fühlen uns unwohl, unterfordert oder überfordert. Wir haben das Gefühl, als ob wir nicht das Leben fühlen, was wir führen wollen. Was bedeutet dann, im Fluss des Lebens zu sein? Im Fluss zu sein, stellen sich die Menschen oftmals darunter vor, dass im Außen sich alles nach ihren Wünschen entsprechend fügen muss. Sie stellen sich vor, dass die Mitmenschen, die Partner, die Kinder sich genauso, wie es ihrer Vorstellung entspricht, zu verhalten haben. Und da das in den meisten Fällen nicht passieren kann, nicht passiert, weil kein Mensch dafür geboren ist, uns auf den Händen zu tragen, denn dafür haben wir ja schließlich Beine und auch freien Willen, unser Leben zu entscheiden und zu gestalten, wird der Mensch dann oftmals misstrauisch, enttäuscht und, da er sich abhängig vom Glück anderer macht, und sein Glück vom Verhalten anderer abhängig macht, fühlt er sich immer zusehends unzufriedener. Und Verbitterung führt natürlich zu noch mehr Stagnation. Im Fluss des Lebens zu sein bedeutet ja, vor allem sich wohlfühlen zu können, zufrieden zu sein. Und wir werden diesen Zustand niemals erreichen, wenn wir unseren Wünschen ausschließlich hinterherjagen. Denn ein Wunsch zieht ein anderes nach sich. Kennen wir doch häufig. Wir kaufen einen schönen braunen Gürtel zum Beispiel und schon merken wir, dazu brauchen wir aber passende braune Schuhe und passende braune Handtasche. Und die Spirale der Wünsche nimmt immer mehr zu. Solange die Wünsche einem Freude bereiten, ist es auch völlig in Ordnung und richtig, um sich selbst wahrzunehmen und auch seinen Spaß am Leben zu haben. Doch sobald wir unser Selbstwertgefühl ausschließlich von der Erfüllung und Haben unserer Wünsche und Haben-Wollen abhängig machen, dann geht die Spirale natürlich immer mehr nach unten in Desillusion und Enttäuschung und Stagnation. Wie können wir dieses Empfinden, diesen Zustand von Zufriedenheit, von Stimmigkeit erreichen? Ich kenne einen Weg und dieser ist, indem wir lernen zu unterscheiden Wünsche von wahren Bedürfnissen. Wenn meine Tochter mit bestimmten Wünschen kommt, sagen wir mal übertrieben gesagt, 11. Lieblingsjeans kaufen zu wollen. Und frage ich sie, willst du diese Jeans oder brauchst du sie wirklich? Nun, schmunzelnd sagt sie dann natürlich brauche ich sie nicht, aber ich will sie haben. Und dann sage ich schmunzelnd, ja, dann kannst du ja auch auf die 11. Jeans, wie gesagt, ein übertriebenes Beispiel, auch verzichten. Und dann ist sie zufrieden und lässt
von diesem Haben-Wollen ab, weil sie das Gefühl der Fülle empfindet, denn es wird ihr bewusst, wie viel sie doch alles bereits hat. Und so wird ihr nicht ein Wunsch abgelehnt, sondern es wird ihr in der Erziehung und in dieser Beziehung die Fülle dessen, was sie bereits alles doch hat und was sie alles an Kraft auch ausmacht und Sicherheit bewusst gemacht. Und das macht natürlich auch ein zufriedenes Kind aus und das kann man sehr, sehr gut auch auf uns selbst übertragen. Nun, nicht alle Wünsche sind einfach so einer einfachen Natur wie eine Jeans kaufen. Oftmals wünschen wir uns zum Beispiel, dass der Partner sich einfach so verhält, wie man sich wünscht, damit die Beziehung im Fluss ist. Doch bedenken wir bitte, was bedeutet zum Beispiel Wünsche in einer Partnerschaft? Wir können nur so viel Liebe von unserem Partner annehmen, wie diese bereits in uns selbst vorhanden ist. Das heißt, haben wir viel Liebe und Stimmigkeit, Zufriedenheit in uns selbst, so sind wir von der Liebe und Anerkennung anderer nicht mehr abhängig. Und das, diese Unabhängigkeit macht uns freier und mitfühlender, so dass wir dann aus unserer Fülle heraus in der Lage sind, uns zum Beispiel in die Gefühlswelt und Gedankenwelt, in die Situation, in die Verhaltensweisen des Partners hineinzuversetzen und ihn zu verstehen. Und damit nehmen wir die Dinge nicht mehr persönlich und machen auch unseren Partner nicht mehr von unserem Wohlbefinden abhängig. Viele Menschen, die nicht bereit sind, für dieses Bewusstseinserwachen, für dieses wahrhafte Fühle im Leben, für diese Freiheit, die nötig ist, um so flexibel zu sein, dass man mit den Umständen des Lebens in der Lage ist, umzugehen. Flexibel, spontan, kreativ, aus einem großen Selbstvertrauen heraus. Diejenigen, die dazu nicht bereit sind, sie bleiben am alten Zopf hängen, indem sie weiterhin gewohnheitsgemäß Schuld für ihre Stagnation, für ihre Gefühlswelt anderen Menschen in die Schuhe schieben, zum Beispiel dem Partner oder dem Kind oder dem Arbeitskollegen. Doch es ist nur auf den ersten Blick einfache Lösung. Auf den zweiten Blick merkt man in seiner Weisheit, und das macht ja unsere Spiritualität aus, dass derjenige, der die Schuld für seine Befindlichkeit anderen gibt, gibt auch gleichzeitig anderen auch die Macht über seine Gefühle, über seine Befindlichkeit. Und damit merken wir, indem wir unsere Macht abgeben, diese positive Macht, nämlich Entscheidungsfähigkeit über die Qualität unserer Gedanken, Gefühle und Handlungen, indem stehen wir uns selbst im Weg und die Stagnation findet in uns selbst statt. Das heißt, ein spiritueller, eigenständiger, selbstbewusster Mensch möge bereit sein, seine positive Macht aus der Kraft der Selbstliebe und Eigenverantwortung heraus anzuerkennen und anzunehmen. Und dann muss er auch bereit sein, die Macht seines Unterbewusstseins sich vor Augen zu führen und auch zu ergreifen. Natürlich ist es nicht immer so einfach, wie es sich anhört, keine Frage. Denn wir sind ja bereits mit gewisser Stagnation erzogen worden. Wir sind ja bereits in unserer Kindheit mit oberflächlichen Werten auch konfrontiert worden. Denn wie oft zum Beispiel haben wir gehört, was sollen andere von dir denken? Und schon denken wir als Kinder, dachten wir als Kinder, es ist wichtiger, was andere denken, als das, was man selber denkt. Weil wir viel zu selten oder gar nicht gefragt worden sind als Kinder, was denkst du denn? Was denkst du denn darüber? Und das ist aber so wichtig für die Selbsterkenntnis. So achte ich auch darauf, wenn meine Tochter
darüber für sich Gedanken macht, was die Klasse denkt oder was Freunde denken, frage ich sie im selben Atemzug voller Mitgefühl und aufrichtigem Interesse: Und was denkst du zu diesem Film zum Beispiel oder zu dieser Freundschaft, zu dieser Situation? Und indem ich im aufrichtigem Interesse frage, unterstütze ich ihren Selbstwertgefühl und sie ist dann in der Lage, eigenständig Entscheidungen dem Alter entsprechend zu treffen und ihre Schritte zu machen, also auch in ihrem Leben im Fluss zu sein. Wir, die das nicht gerade mit der Muttermilch aufgesaugt bekommen haben, diese Souveränität, dieses Selbstvertrauen und Gottvertrauen, haben die Freiheit, nämlich an spiritueller Bildung, an spiritueller Persönlichkeitsentwicklung. Und je mehr wir uns bewusst machen, dass hinter allem, was uns mit unglaublichem Druck und Stagnation erfüllt, wie zum Beispiel ein Gefühl von Perfektionismus, letztendlich tief sitzende Ängste stecken. Viele Menschen sind sehr begabt, sehr fleißig, doch in ihrem Perfektionismusdrang stehen sie sich im Weg, weil sie sich überfordern, über ihre Kräfte hinausgehen, sich nicht mehr spüren und damit findet die Seele nicht mehr die Heimat in einem liebevollen Herzen, weil das Herz einfach überstresst ist. Und die lichtvolle geistige Welt ist liebevolle Schwingung, sie kennt keinen Stress. Und da stehen wir natürlich als moderne Menschen vor einer sehr großen Herausforderung, gerade negativen Stress uns selbst abzuerziehen durch Selbstwahrnehmung, Mitgefühl und Selbstliebe. Denn je mehr wir uns spüren und je mehr unser Atem im Fluss ist und nicht so hechelnd, ängstlich, stagnierend, je ruhiger und friedvoller wir in uns sind, umso klarer ist auch unser Blick auf die Welt, auf unsere Mitmenschen und unsere Entscheidungen. Und umso mehr können wir tief sitzende, unbewusste Ängste auch transformieren, alleine durch das tiefe Durchatmen, durch eine kleine Meditation, durch eine klare Entscheidung, durch ein tiefes Mitgefühl und damit diese unsichtbaren Fesseln sprengen und unser Leben befreien. Natürlich ist unser inneres Kind voller auch belastender Emotionen aus unserer Kindheit heraus. Und doch wir haben zwar alle eine Vergangenheit, doch wir sind nicht unsere Vergangenheit. Das, was wir heute entscheiden, das macht uns wahrlich aus. Und so sollten wir immer in Lebenssituationen unbedingt in die Selbsterkenntnis als allererstes hineingehen und bei jeder Form von Unzufriedenheit uns selbst hinterfragen, aus Liebe heraus. Nämlich zum Beispiel, wenn wir uns von Lebenspartner blockiert fühlen, in unserem Leben stagniert fühlen, sollten wir durchatmen, Liebe spüren, unsere Gedanken gut beobachten und sehr genau unsere Emotionen betrachten und feststellen, welche Emotion verbindet man in dem Moment zum Beispiel mit dem Partner als Stagnation. Zum Beispiel ist das eine Emotion der Vernachlässigung, die sich dann zu einem immer größeren Problem aus Unzufriedenheit heraus entwickelt, bis ein Knacks die Beziehung bekommt. Und wenn wir das Gefühl definieren, dann sind wir auch in der Lage, dieses mehr zu beobachten, anstatt auszuleiden, darunter zu leiden. Und dann sollten wir unser Herz fragen, wann ist dieses Gefühl von Vernachlässigung schon mal in meinem Leben gewesen oder zum ersten Mal aufgetreten? Und ganz konkret fragen, habe ich mich schon mal als Kind in Beziehung zu meiner Mutter oder zu meinem Vater
als Beispiel so oder ähnlich empfunden. Und dann stellt man schon die Wurzel dieser Emotion fest und dann kann man ganz klar als eine erwachsene Persönlichkeit auch hinterfragen, sich selber fragen, Moment mal, ist dieses Empfinden, was ich jetzt an Vernachlässigung zu meinem Partner empfinde, wirklich real, wirklich berechtigt? Oder ist da einfach nur ein Finger auf die Wunde gelegt worden, auf eine Wunde, die noch nicht aus der Kindheit heraus verheilt ist, und schon entwickelt man aus dieser Schmerz heraus Ablehnung dem Partner gegenüber und ein Feindbild, sodass jegliche Liebe und Vertrauen verschlungen werden. Und versteht man, oh, das habe ich doch schon mal in der Kindheit gehabt, dann kann man bei klarem Verstand sich auch sagen, mein Partner ist aber nicht dafür geboren, mir die Liebe und Anerkennung zu geben, die ich brauche. In meiner Kindheit konnten die Eltern mir das so geben, wie sie nun mal konnten. Doch heute, in meiner liebevollen Kraft und Selbstermächtigung, bin ich selbst in der Lage, in meiner spirituellen, geistigen Anbindung, in meiner Präsenz, mir die Liebe und Anerkennung zu geben, die ich brauche, die mich unabhängig macht. Und indem wir dann durchatmen und diese Liebe uns selbst schenken, sind wir nicht mehr aufgewühlt. Wir können unseren Partner, wie in diesem Beispiel, wirklich als Menschen betrachten und nicht als eine Rolle, die wir voller Erwartungen zu überfordern neigen. Und dann können wir viel effizienter, viel klarer das Gespräch mit dem Partner zum Beispiel suchen und fragen. Als Beispiel, da fühlte ich mich vernachlässigt bei der Aussage oder bei der Entscheidung. Wie war das denn eigentlich gemeint? Es ist so wichtig, klar und gewaltfrei miteinander zu reden, denn wisst ihr, Erwachsene, wirklich erwachsene Menschen streiten niemals. Es sind immer die verletzten Kinder in uns. Die streiten um, wenn schon nicht Liebe, dann die Anerkennung, vermeintliche Anerkennung durch diese, auch wenn aggressive, streitsüchtige Aufmerksamkeit zu bekommen und damit Energie. Und das schürt natürlich nur noch weitere Konflikte und bricht Vertrauen. In spiritueller Entfaltung, wo es um geistige Anbindung geht, um Selbstvertrauen und Selbstliebe, woraus also eine Flexibilität, eine Souveränität, Spontanität entsteht, dass wir in der Lage sind, gewaltfrei mit uns umzugehen, mit unseren Mitmenschen umzugehen, mit unseren Berufen umzugehen. Genau das ist die Basis dafür, diese innere Sicherheit, dass wir uns in unserem Leben wieder im Fluss fühlen. Und wenn wir bereit sind, in unserer Selbstermächtigung Liebe uns gegenüber zu empfinden, dann sind wir auch in der Lage, diese Fülle an Liebe auch unseren Mitmenschen entgegenzubringen und lösungsorientiert, innovativ zu denken, anstatt problembehaftet und von einer Stagnation in die andere zu rennen. Und wenn wir dabei auch noch stets uns vor Augen führen, den Unterschied zwischen Wünschen und wahren Bedürfnissen, dann haben wir eh gewonnen. Bedürfnisse sind die Dinge, die überlebensnotwendig sind. Natürlich ist das gewisse Sicherheit, auch im Beruflichen. Und wenn das Berufliche uns das bietet, dann können wir uns darin auch weiter entfalten, weiterentwickeln, denn Entwicklung unserer göttlichen Seele steht stets über allem. Dann können wir in Dankbarkeit auch unseren Berufen begegnen. Bedürfnis auch nach sozialer Sicherheit, nach sozialem Nest unserer Familie, unseren Mitmenschen gegenüber ist auch überlebensnotwendig. Doch wenn wir genau das, was wir alles an Fülle sehen, uns zum Überleben noch wichtig ist, vor Augen führen, können wir auch
über verschiedene Meinungen und auch über die Macken unserer Mitmenschen drüber stehen, weil wir auch uns bewusst machen, dass wir ja auch selber eigene Macken haben, dann können wir auch gewisse Dankbarkeit empfinden, unseren Partner zum Beispiel gegenüber, dass er freiwillig sein Leben mit uns teilt, genauso wie wir freiwillig unser Leben mit ihm zu teilen bereit sind. Und schon ist auch Fluss von Herz zu Herz, von Mensch zu Mensch, der Fluss der Liebe auch von Herz zu Arbeit, zum Beruf. Und genauso kann man das auch auf alles übertragen, wie auch auf die Wertschätzung unserer Umwelt und unserem Umfeld gegenüber. Ich möchte unbedingt betonen, dass um im Fluss des Lebens zu sein, wir uns nicht unbedingt auf den Kopf stellen müssen. Das heißt, wir uns nicht unbedingt um 360 Grad drehen müssen. Oftmals sind es jeden Tag nur klitzekleine Bewusstseinskorrekturen, Korrekturen des Blickwinkels notwendig, dass wir wieder ganz in unserer Liebe, in unserer wertschätzenden Natur sind, in unserer Kraft. Meine Erfahrung ist, damit uns der Fluss im Leben, Erfolg, Fühle im Außen und im Innen auch gelingt, auch die folgende Erkenntnis von großer Wichtigkeit, nämlich Wertschätzung bringt auch Wertsteigerung. Ich habe oft genug beobachtet, dass zum Beispiel im Berufsleben, wenn ein Kollege dem anderen nicht wertschätzend begegnet, dann ist natürlich der andere auch weniger bereit, kreativ für ihn mitzudenken, sich mitzuengagieren für ihn, weil sein Unterbewusstsein ziemlich genau weiß, was der andere denkt und ob er es ehrlich mit einem meint. Und so kann auch keine Wertsteigerung im Team stattfinden, in Projekten, in Berufen. Und genau dasselbe kann man auch auf das Private übertragen. Wissen wir, unsere Mitmenschen, unsere Kinder, Partner, Freunde nicht vom ganzen Herzen zu schätzen, genau für ihre Einzigartigkeit, dann kann auch die Beziehung natürlich auch keine noch größere Stabilität, noch größeren Fluss und damit auch eine weitere Entwicklung und Entfaltung genießen. Diese Faktoren, die Macht des Unterbewussten, Selbstliebe und Eigenverantwortung und wertschätzendes Verhalten, das ist das, wo ich es wirklich sagen kann in meiner Biografie, hat mir genau das meinen Rückgrat gestärkt, damit ich die sein kann, die ich heute bin und dort stehen kann, wo ich heute stehe und auch die Kraft empfinden kann und auch die Kreativität, auch in meiner Berufung, die ich heute empfinde. Versteht mich nicht falsch, es ist natürlich wichtig, dass man sich auch mit anderen verbunden fühlt. Und natürlich bleiben wir immer auch in gewisser Weise verletzbar. Doch die Frage ist nicht, was geschieht, sondern die Frage ist, wie wir mit den Dingen und Menschen umgehen. Und wenn wir dieses Wie, diese positive Macht der Entscheidungsfähigkeit, wie wir mit den Dingen umgehen, niemals vernachlässigen, sondern stets durchatmen, wieder auf die Füße kommen und Liebe in uns spüren und in uns entscheiden, wie wollen wir mit diesem Dialog oder mit diesem Gesprächspartner umgehen, mit diesen Dingen, mit diesen Bewegungen, Wandlungen im Leben, dann bleiben wir in je allen Lebensphasen stets beweglich, stets im Fluss. Und das ist etwas ganz Selbstverständliches und Natürliches und deshalb kann das jeder auch schaffen. Und warum ist das etwas Natürliches und Selbstverständliches? Weil Stagnation nichts Natürliches ist. Das ganze Leben ist auf Entwicklung, Entfaltung, Forschung aufgebaut. Das einzig Beständige im Leben ist doch die Veränderung. Und deshalb
sollten wir klugerweise weise und offen unseren Wandlungen des Lebens gegenüberstehen, denn sie finden so oder so statt, ob wir so stehen, stagnierend im Leben gegenüber oder so. Die Frage ist, wie machst du, in welcher Stimmung, in welcher inneren Haltung machst du den nächsten Schritt? Gerade bei dieser Selbstermächtigung werden die Menschen nicht müde, darüber zu diskutieren, ob sie das wirklich können, und werden nicht müde zu betonen, ja, aber so einfach ist das doch nicht. Doch, weil es in unserer Natur liegt, in unserer göttlichen Seelenkraft. Nämlich nach dem Motto, ach, ich freue mich, wenn es regnet. Denn wenn ich mich nicht freue, regnet es ja trotzdem. Es ist, wie es ist, sagt die Liebe. Und das ist unsere spirituelle Kraft. Fluss des Lebens. Gerade an unseren Kindern sehen wir doch den Fluss des Lebens. Sie werden geboren, wachsen, machen ihre Erfahrungen. Wir werden groß, machen unsere Prozesse. Je mehr wir liebevolle Lebensphilosophie entwickeln, umso mehr Freude haben wir auch am Älterwerden. Und umso mehr hinterlassen wir auch einen liebevollen Fußabdruck in dieser Welt, wenn wir eines Tages von dieser Welt, von dieser Reise fortgehen in ein feinstofflicheres Bewusstsein. Und dieser Fluss ist so sicher, genauso sicher wie die Jahreszeiten, dass nach dem Sommer der Herbst kommt, der Winter und wieder der Frühling und wieder der Sommer. Also sollten wir genau das, was so zutiefst natürlich ist und damit auch zutiefst menschlich und gleichzeitig göttlich, annehmen, vom ganzen Herzen annehmen, indem wir ohne Wenn und Aber an uns selbst glauben. Für diese spirituelle Transformation des inneren Kindes, für die Entfesselung unseres Unterbewusstseins, möchte ich dich gerne nun anschließend zu einer kleinen inneren Kindübung einladen. Möge sie dich inspirieren und dazu auch animieren, noch mehr darüber zu forschen, was dich in deiner Einzigartigkeit ausmacht. Für unsere anschließende Übung mache es dir bitte bequem. Du kannst dich gerne ganz bequem hinsetzen, dir einige Atemzüge gönnen, denn tiefer Atem in die Bauchgegend hinein erdet schön. Und die Erdung erhöht unsere Achtsamkeit. Du atmest tief ein und aus. In deiner Achtsamkeit natürlich stellst du Gedanken fest, die kreisen in deinem Haupte. Das macht gar nichts. Es ist zutiefst menschlich. Natürlich lächle sie also einfach an. Und atme weiter fließend im Fluss des Lebens tief ein und aus. Dein Gehirn kommt mehr zur Ruhe und damit kommst du immer stärker in deine geistige Anbindung hinein, indem du voller Achtsamkeit deinen Herzschlag in deinem Brustraum spürst. Atmest ein und aus und fokussiere dich immer mehr auf die Liebe in deinem Herzen, ganz gleich wie
groß sie jetzt sein mag oder scheinbar klein. Darin liegt keine Bewertung. Es ist, wie es ist, sagt die Liebe. So gönne dir noch ein paar beruhigende, tiefe Atemzüge Zeit. Wenn du möchtest, kannst du deine Augen schließen, den Moment in dir nachwirken lassen. Deinem Herzschlag folgen. In deiner Ruhe, in deiner Liebe. Frage bitte dein Herz, wo fühle ich mich im Leben stagniert? Und auch wenn du jetzt auch das Gefühl von Stagnation empfinden könntest, das macht nichts. Atme trotzdem weiter tief ein und aus und bleibe ein kluger Beobachter. Vielleicht fällt dir dabei die Partnerschaft ein oder Beruf oder ein akuter Streit. Wie auch immer, beobachte das, als ob du von außen das ganze Revue passieren lässt. Und wenn du diesen Teil deines Lebens so betrachtest, als guter Beobachter, frage dich bitte ganz klar, welches Gefühl dominiert dabei? Vielleicht bist du wütend über jemanden oder enttäuscht. Und gebe sozusagen dem Kind einen Namen, definiere dieses Gefühl ganz klar. Beobachte dieses Gefühl, denn es ist doch ein Teil von dir. Habe keine Angst davor, denn Angst vor der Angst zu haben, macht keinen Sinn. Das ist ein Teil. Da, wo Angst ist, will ja die Liebe erwachen. Es ist gut, dass du das feststellst. Und als ein wacher Mensch frage dieses Gefühl, wann habe ich dich schon mal gespürt? Wann bist du zum ersten Mal aufgetaucht in meinem Leben? Und im nächsten Atemzug kann dir eine Erinnerung einfallen, dass du dich vielleicht so von deinen Eltern hast behandelt, gefühlt. Und indem du mit Abstand diese Erinnerung jetzt wahrnimmst, mache dir bewusst, da ist es entstanden in meinem Unterbewusstsein wie eine Wunde noch angelegt. Und das, was mir jetzt im Außen begegnet, ist nichts anderes, als dass jemand sozusagen den Finger auf die Wunde legt. Und dieses Gefühl kommt hoch, damit es jetzt geheilt werden kann. Und sei bereit für diese Heilung, indem du dich auf das Vergeben einlässt und auf die Selbstliebe einlässt. Denn heute kannst du selbst gut für dich sorgen. Heute kannst du Nein sagen. Heute kannst du dir die Liebe und Anerkennung, die du brauchst, selbst geben. Und für alles, was sich in dir noch bewegt, sprich mir bitte innerlich Vergebungsgebet nach. Ich vergebe dir und bitte auch selbst um Vergebung. Ich bitte göttliche Kraft darum,
die Kraft der Vergebung in unseren Herzen zu spüren. Und ich vergebe mir, denn die Liebe ist meine Kraft. Ich bin Liebe. Ich bin Licht. Frieden erfüllt mich. Ich bin Liebe. Ich bin Licht. Frieden erfüllt mich. So lasse dich mit all deiner Kraft auf Liebe, Licht und Frieden ein, indem du dieses empfindest, als ob du dir eine Umarmung gibst, deinem Herzen, deiner Seele ganz nah bist, tief durchatmest und liebevoll fühlst, in bedingungsloser Liebe zu dir sagst: Ich bin Liebe. Lass dich ganz von deiner Liebe erwärmen, dass dein emotionales Herz ganz zu dir nach innen aufgeht. Ich bin Licht. So leuchte ganz von innen heraus, denn du bist ein leuchtendes Wesen. Gehe ganz in diese Schwingung hinein. Frieden erfüllt mich. Im tiefen Frieden verbeuge dich vor dir, verbeuge dich vor deinem Leben. Und lasse Frieden in alles hinein, was dich ausmacht. Spüre in dich hinein, wie fühlt sich friedvolle Lebenshaltung an? Fühlt sich dein Körper weicher an, sanfter und gleichzeitig stärker und geerdeter? Kannst du spüren oder erahnen, was deine Selbstermächtigung, deine Herzlichkeit wirklich ausmacht? Gewöhne dich vom ganzen Herzen an diese harmonische, herzliche Stimmung. Denn das ist dein wahres Wesen. Und lächle bitte nun alles, was dir in deinem Leben einfällt, an. Und so lächle dich an, denn die Freude ist das, was alles im Leben in Bewegung bringt. Lebensbejahung, Lebensbegeisterung, das Lächeln im Herzen und auf den Lippen erweitert unseren Horizont und zeigt uns Wege und Chancen auf, für die ein verbitterter Blick blind ist. Und in diesem Herzenslächeln erkennst du, erspürst du himmlische Führung, sodass eine lichtvolle Chance sich zur anderen fügt. Habe ganz viel Freude bei deinem Leben.
Genieße dein Sein. Auf Wiedersehen. Ich bin Jana Haas. Ich bin hellsichtige spirituelle Autorin. Ich möchte euch aufzeigen, wie die himmlischen Stärken, Energien in unserem Leben Wunder vollbringen. Wir lernen, unseren Seelenplan zu begreifen, unserem Herzen zu folgen, Selbstvertrauen zu erlangen. Wir lernen, himmlische Zeichen zu erkennen und Kontakt zu unseren Engeln zu stärken. Ich möchte euch dabei unterstützen, unsere Gaben zu erkennen und ihnen zu vertrauen. Die himmlische Verbundenheit und himmlische Begleitung, die Wunder im Leben in allem zu erkennen und uns es wert sein, die Geschenke des Lebens anzunehmen. Ich freue mich auf unsere gemeinsame Zeit. Ihre Jana Haas.